Man fürchtet Terroranschläge. Der Staat zeigt sich wehrhaft zur Verteidigung des Rechts. Dieser Film zeigt, das Recht wird eher von innen bedroht. Die Politik nimmt immer stärkeren Einfluss. Wer die Macht hat, will auch die Justiz entscheiden. Und so nutzen alle Parteien gern einen Regierungswechsel, um in der Justiz aufzuräumen. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Machtwechsel. Hessen im Frühjahr 1999. Justizminister Christian Wagner und Innenminister Volker Bouffier, die beiden wichtigsten Männer des schwarz-gelben Kabinetts. Die neue Regierung nimmt die Staatsanwaltschaften an die Kandare. Strafverfolger müssen von Gesetzes wegen Weisungen akzeptieren. Für die Landesregierung ein willkommener Vorwand, sie zu gängeln. Die Machtübernahme im Justizministerium, ein Wechsel in der Rechtskultur. Er ist der Vollstrecker, ein Karrierejurist, Staatssekretär Herbert Landau, CDU. Er zitiert immer wieder Staatsanwälte zum Rapport. Er bringt sie auf Linie. Sie sollen Handlanger der neuen Regierung sein. Erster Fall. Die Staatsanwaltschaft Gießen ermittelt gegen den neuen Innenminister Bouffier. Anlass? Eine Strafanzeige. Vor seiner Ministerzeit soll sich der Gießener Christdemokrat als Anwalt in einem Scheidungsverfahren strafbar gemacht haben. Parteiverrat. Eigentlich eine Bagatelle. Zur Affäre wird der Fall erst durch die hektische Reaktion des Wiesbadener Justizministeriums. Die Angst geht um, ein hartes Vorgehen der Ermittler könnte die Regierung Koch den ersten Minister kosten. Fortan scheint die Staatsanwaltschaft Gießen nicht mehr Herrin des Verfahrens zu sein. Der Leiter der Behörde, Oberstaatsanwalt Kramer und mehrere seiner Mitarbeiter werden ins Justizministerium zitiert. Staatssekretär Landau erklärt den Strafverfolgern, wo es lang zu gehen hat. Die Staatsanwaltschaft stellt schließlich das Verfahren gegen eine Geldauflage ein. Bouffier kann im Amt bleiben. Die Opposition setzt einen Untersuchungsausschuss durch. Die Fakten aus Sicht der SPD. Herr Landau hat bei einem gemeinsamen Frühstück mit dem Herrn Kramer diesem Hinweise gegeben auf entlastende Entscheidungen für den Herrn Bouffier und hat diesem ganz deutlich gemacht, welchen Verfahrensausgang die Regierung sich in diesem Fall wünscht. Der Staatssekretär Landau hat auch die ermittelnde Staatsanwältin, eine ganz junge Frau, mehrfach ins Ministerium einbestellt, um auch hier deutlich zu machen, wie wichtig der Regierung dieses Ermittlungsverfahren ist. Wie der Zufall so spielt. Die Beamtin, die als stellvertretende Behördenleiterin gegen Bouffier ermitteln lässt, wird plötzlich als mögliche Polizeipräsidentin gehandelt. Einmal für Frankfurt, einmal für Wiesbaden. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Zweiter Fall. Als der grüne Außenminister Joschka Fischer in einem Frankfurter Terrorprozess mit seiner Vergangenheit als Straßenkämpfer konfrontiert wird, wittert die hessische Landesregierung ihre Chance. Der politische Gegner wird schnell in die Nähe der Terroristen gerückt. Der Anschlag von Unbekannten auf einen Polizeibeamten im Jahr 1973 bietet den Vorwand. Plötzlich sollen Fischer und sein Freund Cohn-Bendit beteiligt gewesen sein, ja sogar Waffen gehortet haben. Die Anti-Fischer-Kampagne kann beginnen. Bettina Röhl, eine Tochter der RAF-Terroristin Ulrike Meinhof, munitioniert den Staatsanwalt. Sie schickt Briefe und Pamphlete. Dicke Akten werden angelegt. Die Behördenleitung wehrt zunächst ab. Also es haben sich bei den Ermittlungen bisher keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Fischer oder Cohn-Bendit mal ihre Wohnung als Waffendepot genutzt haben. Das Justizministerium gibt nicht auf. Jetzt wird die Frankfurter Staatsanwaltschaft einbestellt. Man liest ihr die Leviten. Die Strafverfolger werden auf Kurs gebracht. Weil Fischer als Zeuge vor Gericht nicht die Wahrheit gesagt haben soll, wird später ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet, angeblich im Ministerium beschlossen. Die Staatsanwälte schweigen, doch selbst der Richter hat davon gehört. Gehört habe ich es auch, dazu kann ich aber nichts weiter sagen. Herr Gehrke, wie stehen Sie zu einem solchen Ermittlungsverfahren?
Halten Sie persönlich das wirklich für notwendig? Ich habe von Anfang an gesagt, dass ein solches Ermittlungsverfahren unsinnig ist, denn wir können uns gar nicht leisten, Vorgänge, die sich vor 25 Jahren abgespielt haben sollen, jetzt noch juristisch aufzuarbeiten. Es ließe sich, das war von vornherein gar nicht feststellen, ob das eine Falschaussage war oder nicht. Bereits diese Bemerkung ist schon zu viel. Die vorsichtige Kritik des Richters an den neuen Verhältnissen in Hessen bringt ihm ein disziplinarisches Vorermittlungsverfahren ein. Er soll gegen das Mäßigungsgebot verstoßen haben. Über die Versuche, die Justiz zu gängeln, hätten wir gerne mit dem zuständigen Staatssekretär Landau ein Interview geführt. Aber Fragen nach Fakten werden von ihm schriftlich als tendenziöse Arbeitshypothese abgetan. Der politische Beamte mag sich nicht rechtfertigen. Auch die Dreharbeiten werden kleinkariert reglementiert. Selbst der Gang zum Büro von Staatssekretär Landau ist für die Kamera tabu. Andere Beamte aus dem Ministerium dürfen sich ohnehin nicht äußern. Und auch die Staatsanwaltschaft schweigt. Bleibt nur der frühere Justizminister. Er ist zwar jetzt in der Opposition, pflegt aber noch gute Kontakte zu seinen ehemaligen Mitarbeitern. Kommandotöne im Verhältnis von einem Justizminister oder seinem Staatssekretär zu den Staatsanwaltschaften im Lande sind sicherlich der völlig verkehrte Weg. Ich habe auch gehört, dass es da in der Vergangenheit gelegentlich sehr ruppig zugegangen sein soll. Schlimmer allerdings finde ich, dass da offensichtlich der Eindruck erweckt worden ist, dass von Seiten des Justizministeriums aus politischen oder gar parteipolitischen Gründen ein bestimmtes Verhalten, und zwar in großer Promptheit, gewünscht wird, wo so ein Eindruck erweckt wird und wo Staatsanwaltschaften das denken müssen, da läuft was schief. Dritter Fall. Die Parteispendenaffäre bringt die hessische CDU unter Druck. Ermittlungen sind nicht zu verhindern. Ministerpräsident Koch bestellt die Strafverfolger zur Abstimmung in die Staatskanzlei. Sie kommen. Penible Ermittler hätten sich geweigert. Denn damals war noch völlig offen, ob der Regierungschef nicht später Zeuge oder gar Beschuldigter sein wird. Wie ist dieser Kniefall zu bewerten? Frage an einen kritischen Beobachter der Staatsanwaltschaften. Staatsanwälte reagieren auf Befehl und Gehorsam und sind eingebettet in eine fast militärische Administration. Der unterste ist der Sachbearbeiter, es kommt der Abteilungsleiter, der Losta, der leitende Oberstaatsanwalt, der Generalstaatsanwalt. Und Sie merken an dieser Diktion bereits, dass wir hier mitten im Militär sind. Dass Politik sich dieser Staatsanwälte nun bedient, um ihre Interessen durchzuziehen, jeweils ein politischer Minister, welcher Couleur auch immer, ist normal. Ich würde es nicht dramatisieren, man muss es nur wissen, man muss damit umgehen. Nicht umsonst wurde die Staatsanwaltschaft schon von Spöttern als Kavallerie der Justiz bezeichnet. Was ist das? Schneidig, aber dumm. Herbe Kritik, doch sie kommt von einem renommierten Vertreter der Frankfurter Juristenschule. Im Osten Deutschlands funktioniert das Zusammenspiel zwischen Politik und Justiz nach den alten Regeln der untergegangenen DDR. Staatsanwälte sollen Hilfsbeamte der Regierenden sein. Sie müssen kuschen. Besonders in Schwerin, am Sitz einer rot-roten Regierung. Der Ministerpräsident, ein promovierter Chemiker, macht sich mal eben für 2 Jahre auch zum Justizminister. Harald Ringsdorf, ein Multitalent. Und prompt legt er sich mit dem Generalstaatsanwalt an. Der oberste Ermittler des Landes stört durch Ermittlungen gegen Vertreter der rot-roten Koalition. Einmal droht einer PDS-Spitzenpolitikerin ein Verfahren wegen Ladendiebstahls, dann gerät ein Staatssekretär unter Druck. Das hat Konsequenzen. Ich bin so ins Justizministerium gefahren, zu dem zuständigen Abteilungsleiter gegangen. Mir war auch nichts anderes signalisiert worden.